Russland setzt seine Angriffe auf die ukrainische Infrastruktur fort. Im Süden attackierten Putins Truppen Cherson nach Angaben der dortigen Behörden mit Artillerie und Raketen. Es gab mindestens einen Toten. Bei eisigen Temperaturen harren landesweit viele Menschen ohne Strom und Wasser aus. Russlands Verteidigungsministerium bestätigte die Angriffe auf das Energienetz. Zelensky sagte in seiner jüngsten Videoansprache: Ich wünsche allen Menschen in der Ukraine Gesundheit. Die Attacken auf das Energienetz bleiben ein großes Problem. Immerhin konnte die Stromversorgung für fast 6 Millionen Menschen wiederhergestellt werden. Die Reparaturarbeiten sind im Gange und gehen seit den jüngsten Attacken ohne Pausen weiter. Nach dem Raketenangriff auf ein Wohnhaus in Zelenskys Heimatstadt Kryvyi Rih geht die Suche nach Vermissten weiter. Ein anderthalbjähriges Kind konnte nur noch tot geborgen werden. An der Frontlinie in der Ostukraine meldeten beide Seiten heftige Kämpfe. Irlands Vizepremier Leo Varadkar kehrt für eine zweite Amtszeit als Ministerpräsident zurück. Wie im Koalitionsvertrag vereinbart, löst er den bisherigen Amtsinhaber Mihal Martin ab, der nun sein Vize wird. Martin stand seit der Wahl 2020 an der Spitze. Sie hatte zu einem historischen Bündnis zwischen seiner Partei und der Varadkars geführt. Nach dem Ämtertausch bleibt wohl alles beim Alten, aber ich kann mich nicht beschweren. Sie haben das Schiff gut gemeinsam durch Corona gesteuert. Ich bin zufrieden mit der Koalition. Hoffentlich kann sie so weitermachen und für Stabilität sorgen. Der alte Boss ist der neue Boss. Varadkar hatte bereits von 2017 bis 2020 Irland geführt, als bisher jüngster und erster offen homosexueller Regierungschef des Landes. Nun ist er zurück an der Spitze und steht vor einer Reihe von Herausforderungen. Wohnungsnotstand, explodierende Energiekosten, ein angeschlagenes Gesundheitssystem und die durch den Brexit verursachten Spannungen. Bei der Parlamentswahl in Tunesien ist eine große Mehrheit der Menschen dem Boykottaufruf der Opposition gefolgt. Nur 8,8% Wahlbeteiligung. Bei der letzten Abstimmung 2019 waren noch 40% der Wahlberechtigten an die Urnen gegangen. Eine Ohrfeige für Präsident Kais Saied, der das nordafrikanische Land zunehmend autoritär regiert. Vergangenes Jahr löste er das Parlament auf. Er regiert seitdem per Dekret. Mit einer Verfassungsreform baute er seine Macht weiter aus. Die Opposition wirft ihm vor, die Demokratie zu untergraben und fordert seinen Rücktritt. Nach dem arabischen Frühling 2010 war Tunesien als einzigem Land der Region der Übergang zur Demokratie gelungen. Politische Machtkämpfe und grassierende Korruption verhinderten aber einen dauerhaften Wandel. Das Land steckt tief in einer Wirtschaftskrise. Armut und Arbeitslosigkeit nehmen seit Jahren zu. Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar endet heute mit dem Finale zwischen Frankreich und Argentinien. Die Mannschaften spielen im Lusail-Stadion um ihren jeweils dritten WM-Titel. Die argentinischen Fans freuen sich. Ich hätte nie geglaubt, dass wir ins Endspiel kommen. Und jetzt gewinnen wir. Es ist Messis letzte Chance. Wir wollen, dass Messi den Titel gewinnt. Wir fahren mit dem Pokal heim. Frankreich will als erstes Team seit Brasilien 1962 den Titel erfolgreich verteidigen. Sie haben Messi, wir haben Mbappé, wir haben Griezmann. Und die spielen unglaublich gut. Wenn wir gut spielen, gut verteidigen, gewinnen wir. Noch unklar war die Personallage bei den Franzosen. Mehrere Schlüsselspieler waren zuletzt angeschlagen. Kroatien hat das sogenannte kleine Finale gegen Marokko bei der WM in Katar für sich entschieden. Die frühe kroatische Führung durch den Leipziger Bundesliga-Profi Joško Gvardiol glich Marokkos Ashraf Dahri umgehend aus. Den Endstand erzielte Mislav Orsic bereits vor der Pause. In der Schlussphase musste Kroatien noch ein ums andere Mal zittern, aber in den letzten Minuten ging den Löwen vom Atlas sichtlich die Luft aus. Jetzt herrscht Hochspannung vor dem finalen WM-Duell Frankreich gegen Argentinien an diesem Sonntag ab 16 Uhr MEZ.